Ja, willkommen zu dem Lernvideo. Es soll heute darum gehen, dass wir die Fläche von Zellen automatisch bestimmen lassen möchten, mit dem Programm ImageJ. Und dazu habe ich jetzt mal eine Bilddatei geöffnet, in der einige Zellen zu finden sind. Das sind diesmal Fettzellen. Die liegen in einer Neubauerzellkammer. Und diese Neubauerzellkammer, die hat hier diese Begrenzungen. Und innerhalb dieser Begrenzung des Großgruppenquadrates möchte ich halt die Zellen zählen. Und dazu bietet es sich erstmal an, diesen Bereich freizustellen und zu duplizieren. Dazu gehe ich hier auf das rechteckige Auswahlwerkzeug und markiere einfach den Bereich, den ich freigestellt haben möchte. Also hier bei uns das Großgruppenquadrat. Kann ich ja noch ein bisschen genauer anpassen. Und dann kann ich hier bei Image Duplicate, kann ich das freistellen lassen. Und dann schlägt er auch schon einen neuen Namen vor für die neu zu öffnende Fenster. Und den akzeptiere ich. Und Sie sehen, in einem neuen Fenster geht jetzt eben dieser freigestellte Bereich auf, den ich weiter zum Bearbeiten nutze. Das andere kann ich kleiner machen. Jetzt brauche ich nicht mehr. Und kann eben mit diesem hier weiterarbeiten. So, als nächstes muss ich dem Programm mitteilen, die Auflösung oder die Skalierung sozusagen, weil das Programm weiß ja bis jetzt, rechnet noch mit Pixeln, das weiß ja nicht, welche Strecke wie viel Mikrometer entspricht. Und um das dem Programm mitzuteilen, gehe ich hier einfach auf das Linienwerkzeug. Das ist das Symbol hier. Und fahre einfach die Strecke lang, von der ich weiß, was für einen Maßstab die hat. Und das Großgruppenquadrat, was ich hier freigestellt habe, das weiß ich ja bei der Neubauerzellkammer, das hat 1000 Mikrometer. So, und wenn ich das eben so hier angewählt habe mit dem Linienwerkzeug, dann gehe ich hier auf Analyze und dann Set Scale, also Maßstab festlegen. Und da zeigt er mir auch schon an, wie viel Pixel das sind, diese Strecke, die ich da lang gefahren bin. Das ist nämlich 2307 Pixel. Und das sollen 1000 Mikrometer sein. Known Distance, also 1000. Und Unit, da gebe ich Mikrometer ein als Einheit. Das Mikro, das erzeuge ich Alt, Steuerung und M gleichzeitig drücken. Und dann noch M für Mikrometer. Und das quittiere ich mit OK. So, jetzt weiß er, wie groß dieser Bereich ist. Als nächstes muss ich jetzt dem Programm mitteilen, was Hintergrund ist und was Zelle ist. Dafür ist aber Farben zu kompliziert. Das schafft das Programm nicht. Das ist die Information zu komplex. Und deswegen gehe ich erstmal hier auf Image und bei Type reduziere ich die Farbtiefe auf 8 Bit und zwar Graustufen 8 Bit. Sie sehen, wenn ich das anklicke, dann wird es so zu Graustufen. So, und wenn ich das als Graustufenbild vor mir habe, dann kann ich tatsächlich jetzt hergehen und kann bei Image mit Adjust Threshold zu Deutsch Schwellenwert dem Programm mitteilen, was Hintergrund ist und was Zelle ist, damit es das voneinander separieren lernt. Und Sie sehen, wenn man das anklickt, schon automatisch führt das Programm eine solche Berechnung durch und schlägt schon mal vor, was Partikel sind oder was die Begrenzung der Partikel sind und was der Hintergrund ist. Und das hat er eigentlich auch schon von alleine ziemlich gut gemacht. Ich schaue mir das in Ruhe an. Also hier sieht man die einzelnen Zellen. Da ist es noch nicht perfekt. Hier ist noch eine Zelle nicht markiert. Das macht nichts. Das werde ich nachher manuell ändern. Hier auch ist auch eine Zelle nicht perfekt. Die will ich nachher auch manuell ergänzen. Und ich kann hier aber mit den Reglern da so ein bisschen noch rumspielen und schauen, dass ich das vielleicht noch ein bisschen optimiere. Aber es ist eigentlich schon relativ gut gemacht. Hier kann ich also auch hier unten noch weitere Algorithmen anwählen. Dann wird es ein bisschen anders erkannt. Aber ich lasse es einfach auf Default. Das reicht. So, und dann soll er das eben anwenden und ich gehe einfach auf Apply. So, jetzt hat er eben diese Zellen markiert. Und jetzt kann ich unter Analyze Particles anwählen. Und dann geht so ein kleines Fenster auf und da sind jetzt relativ wichtige Einstellungen zu machen. So, jetzt soll er eben mit diesem Teilprogramm
soll der ALTM jetzt diese Partikel analysieren. Das erste ist hier Size in Quadratmikrometer, weil ich habe ihm ja vorher gesagt, was ein Quadratmikrometer, was ein Mikrometer ist, und deswegen rechnet er auch schon jetzt in Quadratmikrometer. Das ist die minimale und die maximale Fläche, die ein solcher Partikel haben soll. Und ich weiß, vorher habe ich ja die gesamte Breite waren ja 1000 Mikrometer. Das heißt, ich kann mal davon ausgehen, dieser Bereich, den ich gerade jetzt mit dem Pfeil lang fahre, dieser kleine Bereich wird vielleicht 100 Mikrometer sein. Und so ein Partikel hier hat mindestens 100 Mikrometer Durchmesser. Pi r Quadrat ist ja die Kreisflächenformel. Und deswegen 100 ins Quadrat wäre schon mal 10, oder wenn ich als Radius 50 nehmen, ins Quadrat, gibt es schon mal eine relativ große Zahl und dann nochmal Pi. Das heißt, als Mindestfläche kann ich wirklich dem sagen, nimm mindestens 1000 Quadratmikrometer. Alles, was kleiner ist als 1000 Quadratmikrometer, das soll er gar nicht als Partikel zählen. Das wären also kleinere Strukturen. Sonst, wenn man das nicht machen würde, würde er vielleicht das hier, wo ich gerade mit dem Pfeil bin, würde er vielleicht auch als Partikel messen. Und das will ich eben vermeiden. Deswegen gebe ich eine Mindestgrenze an. Als Obergrenze für die Fläche gebe ich nichts an, also lasse es bei Infinity, also bei unendlich. So, dann Display Results, also soll mir die Ergebnisse anzeigen, dann Summarize, eine Zusammenfassung soll er mir anzeigen, dann Add to Manager, das werden Sie gleich sehen, ist auch sehr wichtig, dass es angeklickt ist. Exclude on Edges, das heißt an den Rändern soll er eigentlich die Partikel nicht zählen, also die Zellen, die so halb abgeschnitten sind, sollten eigentlich da eher außen vor bleiben. Und bevor ich ihm jetzt okay sage, noch eine Sache. Also hier bei Circularity, das kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. 0 wäre ein Partikel, der überhaupt keine kreisförmige Ausdehnung hat, der komplett länglich wäre. Und 1 wäre das andere Extrem, das wäre ein absoluter kreisförmiger Partikel. Und ich lasst es einfach bei 0 bis 1, also er soll alle in dieser ganzen Bandbreite soll er alles als Partikel anerkennen. So, und Show, da lege ich noch was fest. Er soll mir nämlich anzeigen, was er als Partikel erkennt. Und deswegen wähle ich hier Outlines an, dass er eben die Rahmenbegrenzungen anzeigt, damit ich das nachher sehen kann, was hat er überhaupt als Partikel erkannt und stimmt überhaupt die Fläche. So, wenn ich das alles ausgewählt habe, sage ich dem Programm okay. Und dann rechnet er ein bisschen und Sie sehen, es gehen einige Fenster auf. Und die Results hier, die zeigt er mir auch an, die Ergebnisse. Er hat insgesamt 20 Objekte gefunden jetzt erstmal. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe gemeinsam an. Viele Zellen hat er gut erkannt. Also 1, 2, Zelle 6, Nummer 3, 5, 4, da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist alles korrekt. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, da sehen wir hier Probleme. Also hier diese Struktur Nummer 10, dieses Partikel Nummer 10, da hat er so eine doppelte Zelle als Einfachzelle gewertet. Das müssen wir gleich manuell korrigieren. Und auch hier bei 14, das waren insgesamt 5 Zellen und er hat das bloß, weil die eben so zusammengelegen sind, als eine einzige Zelle markiert und erkannt. Das müssen wir auch ändern. Und 17 ist auch noch nicht so toll. So, das kann ich jetzt manuell noch nachbessern sozusagen. Und das geht mit diesem Fenster hier, ROI Manager. Also ich glaube, das steht für Region of Interest. Und dieses Nummer 10, das klicke ich jetzt mal an. Dann ist es auch blau hinterlegt. Und hier in der Liste erscheint es auch unterlegt. So, das will ich jetzt erstmal löschen, weil diese Auswahl, die er hier getroffen hat, missfällt mir. Da gehe ich einfach auf Delete hier. Und Sie sehen, dann hat er das rausgenommen. Das ist dann nicht mehr selektiert. Ich kann das nämlich jetzt manuell nacherfassen. Dazu gehe ich hier einfach auf das Kreisauswahlwerkzeug und kann dann die Zelle selber manuell sozusagen selber festlegen von der Fläche her. Das ist schön hier einpassen. So, und wenn ich zufrieden bin, dann sage ich dem einfach Add hier bei diesem Rollmanager. Und sehen Sie, jetzt hat er das als Partikel Nummer 20 eben aufgenommen. Und genauso hier, sage ich ihm auch hier noch eine Zelle, kann ich also auch markieren. So, und wenn ich zufrieden bin, auch hier wieder Add, dass er das als Partikel Nummer 21 zählt. Genauso kann ich jetzt eben hier das auswählen. Das soll er also erstmal hier löschen.
weil ich das lieber manuell nacherfasse. Auch das hier kann ich schon mal gleich löschen. Und 17 will ich auch nicht gezählt haben, weil es schon auf der Begrenzung liegt vom Großgruppenquadrat. Das hat er nicht erkannt, dass es schon im Endbereich liegt. Das tue ich endgültig löschen. Also auch hier Delete, das erfasse ich auch nicht nach. So, die verbleibenden Zellen, da muss ich halt, wie gesagt, immer mit diesem Kreisauswahlwerkzeug, kann ich eben das dann hier anpassen und immer auf Add drücken. Wenn ich jetzt alle Zellen nacherfasst habe, dann muss ich dem nochmal sagen, dass er eben die jetzt nochmal neu vermessen soll von der Fläche her. Dafür kann ich hier das Result-Fenster von vorher löschen. Clear Results brauche ich nicht mehr. Save Measurements sage ich ihm nein. Ich werde es ja sowieso nochmal messen lassen. So, und jetzt gehen Sie wieder auf diesen Rollmanager und da können Sie dem jetzt sagen Measure. Und dann misst dann alle Zellen nochmal und die sehen Sie jetzt eben hier aufgeführt, diese 25 Zellen. Und Sie sehen auch jeweils die Fläche in Quadratmikrometer, schon sozusagen die passenden Flächen. Und diese Flächen, die kann ich jetzt in Tabellenkalkulationsprogramm überführen. Dazu kann ich das eben hier speichern, die Datei, File Save As. Ach so, ich kann vielleicht, bevor ich das mache, ich kann, wenn ich will, mir auch noch anzeigen lassen bei der Summary, die Gesamtfläche und so weiter. Und das müsste ich aber hier auch nochmal neu anpassen. Also auf jeden Fall die Zellen hier, die Ergebnisse, die kann ich eben jetzt exportieren. Und dazu gehe ich einfach hier Save As. Und da kann ich dann eben dem sagen, wo es dann ablegen soll. Und er legt es dann ab als Comma-Separated Values, also CSV. Und das kann ich dann in einem Tabellenkalkulationsprogramm eben importieren. Also hier einfach Speichern wählen. Und dann hat er eben eine solche CSV-Datei angelegt. Und die kann ich dann eben öffnen mit einem anderen Programm. Wenn Sie auf die Datei doppelklicken, dann können Sie die zum Beispiel mit dem LibreOffice Calc aufmachen. Und dann kommt eben diese Importroutine. Da geben Sie ihm einfach an, die als Trenner hier Komma auswählen, damit er hier, sehen Sie, auch die Spalten richtig erkennt, die einzelnen. Und als Feldbefehle können Sie dem angeben auch noch Englisch, wenn das anwählbar ist. Wenn nicht, braucht man das auch nicht unbedingt. Und erweiterte Zahlenerkennung habe ich noch markiert und dann, wenn er das eben aufmacht, sehen Sie, dann hat er eben die Fläche hier. Mit denen können Sie dann eben weiterarbeiten im Tabellenkalkulationsprogramm.